Frühjahrsvollversammlung des Bundes der katholischen Jugend der Diözese Passau im Haus der Jugend in Passau. Der Bund der deutschen katholischen Jugend ist der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden und Organisationen. Seine wichtigste Aufgabe besteht in der Interessenvertretung seiner Mitglieder in Politik, Kirche und Gesellschaft. Bei seiner Frühjahrsvollversammlung wurde Matthias Zitzelsberger aus Schalding zum neuen Vorsitzenden gewählt. Meine Beweggründe sind, mir gefällt die politische Arbeit sehr, die kann man halt im Diözesanverstand noch besser ausüben wie auf Kreisebene. Und meine Beweggründe sind, dass ich einfach die Jugendarbeit im Bistum Passau weiterhin aktiv mitgestalten werde. Der Ministrant und Mitglied des Passau BDJ-Kreisteams ist ein engagierter Verbandsjugendarbeiter. Der BDKJ steht in Passau gut da und macht eine gute Arbeit in die verschiedenen Mitgliedsverbände und in alle Dekanate. Und ich finde das, ja, ich freue mich, dass es so gut ausschaut in der Jugendarbeit. Das große gesamtgesellschaftliche Thema Asyl- und Flüchtlingsarbeit ist für ihn und seinem Jugendverband einer der künftigen Schwerpunkte. Ich glaube, dass demnächst das Thema Asyl sehr wichtig sein wird und deswegen auch der interreligiöse Dialog, also dass man auch mit vor allem Muslimen, die jetzt ja vermehrt nach Deutschland als Flüchtlinge kommen, mit denen es Berührungspunkte sucht und schauen kann, wo man zusammenarbeiten kann, aber auch Unterschiede ausarbeitet. Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit hält er für wichtig. Der BDKJ hat in Kirche und Gesellschaft eine gewichtige Stimme. Er bringt einen frischen Wind ein in die Kirche und auch in die Gesellschaft und überrascht immer wieder mal, vor allem mit Geistlichen, wenn man redet, durch die Demokratie, der einfach sehr wichtig ist. Für die Bistumsleitung sind die Jugendverbände ein wichtiges Sprachrohr der Jugend. Der BDKJ und die Bistumsleitung, vor allem auch das Verhältnis zum Bischof, ist sehr gut, weil wir gegenseitig immer versuchen, Kontakt aufzunehmen, auch regelmäßig miteinander sprechen. Das ist bei Sure Fixes mit dem Bischof, aber auch ich selber habe regelmäßig Kontakte mit dem BDKJ-Präses, mit dem Jugendpfarrer, mit dem Vorstand. Und auf die Weise kann man viele Dinge gut klären und besprechen, manchmal auch kleine Missverständnisse rasch lösen. Passaus Diözesanbischof Stefan Oster betonte bei seinem abendlichen Besuch der Versammlung seine Dankbarkeit für so viel qualifiziertes Engagement und hohes Maß an Identifikation mit und für die Kirche.